Hallo Leute, willkommen bei Martins Talk, dem Kanal für Bode-Selberbauer. Nun, die langen Wintermonate, in denen man nicht in die Garage kann, muss man sich auch irgendwie die Zeit vertreiben, deswegen habe ich hier mal einen Fender und ich benutze die langen Winterstunden, um zum Beispiel meine Fender mit angespleisten Leinen zu versehen. Warum mache ich das? Zum einen finde ich, sieht es halt sehr oldschool, seemannsmäßig aus, einen ordentlichen Spleiß zu verwenden, hat was von einer guten Handwerkskunst, sowas finde ich grundsätzlich immer sehr schön. Und zum anderen hat es natürlich den Vorteil neben der Optik, hier gibt es keine Leine, die sich verfangen kann. Das heißt, alle Seile, die auf dem Boot irgendwo unterwegs sind, ist jetzt vielleicht beim Fender nicht so wichtig, aber an anderen Stellen, gerade im Rig, ist das sehr schön, da gibt es kein Tau, was drüber laufen und sich da irgendwie fangen kann. Wie es geht, habe ich euch gleich nochmal angehängt. Ich habe das Ganze in etwa 5 Minuten pro Fender hier gemacht. Das geht also sehr einfach. Es lohnt sich, sich das anzueignen, weil das Ergebnis, finde ich, doch ganz nett aussieht. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.